Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Crazy Land. Ich habe hier so ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe ja versucht hier mit meinem Kröger Überladewagen überzuladen. Und es ging nicht, weil ich jetzt eigentlich auch diesen restlichen Dünger nutzen wollte von dem Cerion hier. Und dann habe ich versucht überzuladen und es ging nicht hier auf dem Feld. Dann habe ich versucht die EDX geholt und noch eine andere Seemaschine. Also die EDX, die wackelt hinter dem Cerion, ganz blöde. Und ich weiß nicht, ob der Cerion damit nicht klarkommt oder ob was anderes nicht klarkommt. Auf jeden Fall wackelt sie wie doof und geht irgendwie gar nicht. Kann auch sein, dass vielleicht die Aufhängung oder der Tank oben irgendwie im Weg ist. Keine Ahnung. Gut, dann habe ich mir den mit Follow Me mal den ganzen Plumpersch geschnappt und bin mal zum Händler gefahren. Und ja, was soll ich sagen? Man sieht es da unten ja. Er hat es vollgeladen, man kann es jetzt ja auch sehen. Also wir haben jetzt 5 Tonnen Raps drinne und so ganz verstehe ich das nicht. Also ist mir ein klein bisschen zu hoch. So, ich will mal gucken, ob ich hier noch alles eingestellt habe. Ja, dann lasse ich ihn mal laufen. Wie gesagt, das ist ganz merkwürdig. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Also ist meine Frage natürlich, vielleicht hat das ja schon mal einer gehabt und vielleicht meldet sich ja mal einer aufgrund dessen. Kann man jetzt auf dem Feld nicht umladen oder geht das nur irgendwie am Hof oder Obermann Ellen da? Das ist ja irgendwie falsch, ne? Nein, komm, du sollst nicht da lang, du sollst die andere Richtung fahren, dummes Stück. Oh, dass man die Leute immer wieder anlernen muss hier, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich wollte nun wenigstens dieses Feld nun fertig haben, dass ich denn da immer ein bisschen vorankomme. So. Ah, nun macht er hier einen Streifen rein. Ah, ich krieg einen Föhn hier. Also echt. Naja, ist egal. Ist egal. Sehe ich nicht so eng. Aber wie gesagt, diese Sache würde mich schon mal interessieren. Ob man jetzt auf dem Feld umladen kann oder kann man nur auf dem Hof umladen oder was? Also das verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, ich bin zum Händler hingefahren, weil ich dann dachte, kann ich meine andere Seemaschine mal probieren und habe dann die EDX, bin noch nicht mal neben den Wagen gefahren direkt, sondern er hat gleich angefangen die Animation zu starten. Und das ging dann auch. Und dann habe ich mir irgendwie die Bettner geholt, weil die Bettner jetzt hier auf diese Breite abgestimmt ist von dem Cerion, von den 15 Meter auch Düngerbreite. Und ich bin auch nicht mal knapp neben den Wagen gefahren und er hat gleich angefangen überzuladen, hat noch nicht mal hochgekippt. Also weiß ich nicht, was damit los ist. Also finde ich ein klein bisschen merkwürdig.
So, jetzt hoffe ich, dass er nun richtig rumdreht. Jo, das klappt ja schon mal. Dass ich wenigstens dieses Feld hier fertig kriege. Ach so, ich hatte mir noch die Horsch geholt. Die Horsch Pronto. Das ist ja auch ein Mörderteil, ne? Aber da habe ich das irgendwie nicht hingekriegt. Aber nun kann es natürlich sein, ich habe die jetzt noch nicht wieder getestet, dass das dann auch damit zusammenhängt, dass man die nicht hier auf dem Feld laden kann. Also die will ich mal irgendwann mal in der nächsten Zeit mal vorstellen. Diese Sache hier mit der Düngung gefällt mir sehr gut. Der Jericho, der hatte mich auch angeschrieben. Also man könnte auch andere Singmaschinen hinterhängen, aber diese 15 Meter würden bleiben. Ja, gut. Da muss ich dann mal sehen, ob ich einen finde, der mir das auf die 9 Meter einstellt. Ich glaube, die, also entweder auf die 9, besser wäre natürlich noch, er hatte geschrieben, ob er das vielleicht mal eventuell mal variabel machen würde. Das wäre natürlich das Optimale, dass man das dann in, meinetwegen die einstellen kann auf 8, 9, 10 oder 15 oder was, vielleicht in 4 Schritten. Die gängigsten Sägemaschinen haben ja, also die ganz kleinen rede ich jetzt mal nicht von, die setze ich hier so nicht ein. Aber es gibt ja eigentlich ja nur die 6er Breite, die 9er Breite und dann gibt es glaube ich noch die 10er. Also das wären so die Dinger, wo man das vielleicht gut für einsetzen könnte. Vielleicht, ich werde mal dieses Video mal bei ihm mit raufstellen da, weil es ja auch eigentlich ja auch sein Mod ist. Die Horsch will ich auf jeden Fall mal probieren. Ja, hier, das wird doch nichts, ne? Das geht doch in der Hose. Ne, das geht nicht in der Hose. Ich habe schon gedacht, dass er den Baum dazu fassen kriegt, aber gut. Die Horsch ist ja ein Mörderteil, ne? Also ich habe die mal hier hergefahren und wollte ja mal gucken, ob die funktioniert. Aber das ist ja ein krasses Teil, also echt gut. Ja, also wie gesagt, das wäre mal meine Frage, ob das da einer mal vielleicht auch mal nachvollziehen kann. Kann man jetzt auf dem Feld umladen oder kann man tatsächlich nur am Hof umladen, was auch nicht so schlimm wäre, also gut, dann muss man da halt leben mit. Schön wäre es natürlich, wenn man auf dem Feld umladen könnte. Oder eben auf dem Feldweg. Ne? Das wäre ja gut, dann könnte man eben das Saatgut mitnehmen und dann eben gucken. Aber nun gut, nun hat es ja noch funktioniert, dass ich auch mit der Bettner hin noch sehen kann. Und das ist natürlich ganz schön. Ja, heute Laufe des Tages, ich werde nachher wohl noch die Kartoffeln rausknallen mit dem Ropa. Da habe ich ja einen Kartoffelaufsatz für und ja, den habe ich bekommen. Ich weiß nicht, ob er mal zum Download gestellt wird, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe ihn. Gut. Also, wir sehen uns irgendwie denn nachher oder späten Nachmittag. Und dann wollte ich auch nochmal versuchen, mit Curseplay ein Feld zu machen mit Kartoffeln. Also zu sehen und gucken. Gut. Ich wünsche euch da was. Viel Spaß beim Schauen und bis dann.